Wunderschönen guten Morgen in Silkes Plauderecke. Ein kleiner Nachtrag zu meinen gestrigen Gedanken zu Klopapier. Ich habe Wikipedia befragt und das erste Klopapier wurde definitiv in China erfunden. Ich sage jetzt besser nichts dazu weiter. Und es gibt länderspezifische Unterschiede in der Verwendung des Klopapiers. Also deutsche Österreicher falten das Klopapier, so wie ich es euch gestern gezeigt habe. Engländer, Amerikaner knüllen das Toilettenpapier und dadurch auch ist das Toilettenpapier anders. Also falten ist das Toilettenpapier stärker, knüllen und große Bälle machen und dann, nein, nicht werfen, ist das Toilettenpapier weniger griffig, weniger fest. Nachdem Sophie ja gestern kommentierte, dass es nur eine logische Abfolgerung ist vom Toilettenpapier zum Kaki-Saki zu kommen, erzähle ich euch heute etwas über Kaki-Sakis. Kaki-Sakis haben auch, und das gilt auch, wenn man nur einen Hund hat, also Kakisakis grundsätzlich ist ein Spezifikum von Hundebesitzern. Wenn ihr Menschen seht, die keine Hundebesitzer sind, von denen ihr wisst, dass sie keine Hundebesitzer sind, die Kakisakis auch eingesteckt haben, könnte das bedeuten, sie sind DogwalkerInnen. Das heißt, sie gehen professionell mit Hunden spazieren. Oder vielleicht auch Hundetrainerinnen und haben das vergessen, aus ihrer Normalkleidung herauszunehmen. Oder aber vielleicht auch einfach vorsorgliche Menschen, die das Design hier von der Stadt Graz sehr hübsch finden und in dieses Kakasaki andere Dinge hineingeben. Wie zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, ja, ich gestehe, das mache ich auch ab und zu, wenn ich Kräuter sammeln gehe, also Spitzwegerich oder Gänseblümchen oder Kastanienblüten, jetzt nur als Beispiel, dann, und kein anderes Sackerl bei der Hand habe, ich als Hundebesitzerin, was habe ich immer dabei? Ein Kakasaki. Und nachdem die ja doch durchaus sehr groß sind, also wenn ich das jetzt über die Hand stecke, dann geht das ja bei mir. Ne? Doch sehr viel Füllvermögen. Ich finde es immer so toll, wenn ich mit Püchen spazieren gehen würde, weil Püchen bräuchte, Sophie, was meinst du? Aber ich glaube, vielleicht minimalst. Ne? Egal. Aber wie gesagt, beim Kräutersammeln, man kann also auch Kräuter hineingeben beim Sammeln oder andere Dinge. Jo, so. Kakisakis treten auch nicht als Einzelkämpfer auf. Na, auch das sind meistens Rudeltiere. Meistens einfach, weil es ja durchaus sein kann, dass man einen Hund hat, der sich denkt, ja, machen wir da ein Häufchen. Schnüffel die, schnüffel die, schnüffel die, schnüffel die. Ah, dort drüben ist aber auch nicht schlecht. Da lassen wir auch was. Pieselti, schnüffelti. Ach, und da könnte man auch noch was machen. Jetzt kann ich natürlich sagen, das mache ich meistens, sage ich einmal, nicht für jedes Einzelhäufchen nehme ich einen Sackerl. Nein, ich versuche doch durchaus umweltbewusst oder bewusst mit meinen Ressourcen umzugehen, selbst mit den Kakasakis. Und ich sammle das dann. Ne? Ja, okay, jetzt können sich jetzt einige vorstellen, was da schon passieren kann oder schon bereits passiert ist. Ich sammle also das Kakisaki so auf. Es gibt übrigens auf den Kakisakis, und das finde ich sehr sympathisch, eine Anleitung, wie ich das mache. Also ich meine, als ob das jetzt, also vielleicht kann man es anders machen, vielleicht könnte man das Sackerl so nehmen und aufheben und dann wüsste man nicht genau, was man machen sollte damit. Man hat das Wursti auf jeden Fall in der Hand, wenn es ein Wursti ist, vorausgesetzt, dazu später. Aber nein, es gibt eine Anleitung, und also quasi Step by Step. Es ist nicht oben, wie der Hund
den ersten Step setzt, aber das können wir uns ja durchaus vorstellen. Das heißt, die Anleitung besagt es ja. Kaka hinein, Kaka aufheben, hochheben, über die Hand drüber, das Kacke halte noch immer fest, gell? Also nicht fallen lassen, weil sonst ist das Ganze umsonst gewesen, umdrehen, dann ist das Kacke da drinnen, zusammen verknoten, das ist dann die schwierigere Übung. Ich gestehe, ich knote es sehr, sehr oft nicht mehr. Und dann werfe ich das Ganze, na, nicht in die Biotonne, guter Plan, nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Es gibt die Spezialisten, sehe ich immer wieder, die nehmen den einen Teil oder den ersten Teil der Übung ja wirklich sehr ernst, also Yoga für Menschen mit Hunden, das heißt, der herabschauende Hund füllt ein Kakisaki. Nur leider den letzten Schritt schaffen es dann nicht. Das heißt, die Restmülltonne oder den Müllkorb finden sie dann nicht. Und dann lassen sie das einfach am Wegesrand stehen, weil wir waren da. Hunde markieren, Menschen lassen als Markierung, als Grenzziehung möglicherweise die Kakisakis stehen. Finde ich dann jetzt nicht so geschmeidig, muss ich auch ehrlich sagen. Okay, also das war die ziemlich einfache Übung. Die ziemlich einfache Übung kann ich euch wirklich aus Erfahrung, aus eigener langjähriger Erfahrung mit meinem großen Hund mitteilen. Das funktioniert nur mit Wursti. Bei Breiig wird es halt schon flutschig. Und bei Flötzflutz, no chance, absolutely no chance. Also ich meine, du kannst schon Flötzflutz verteilen, ja, damit du das Gefühl hast, da ist ja was, da klebt ja was oben und dann den Rest wieder machen. Aber bei Flötzflutz, ja, wenn Flötzflutz in der sehr nahen Umgebung ist, dann gehe ich schon auch, auch das aus meiner eigenen Erfahrung, zum Schutz von anderen Hunden auch, weil ich ja nicht wissen kann, ob Flötzflutz irgendwelche Bakterien drinnen hat, dann gehe ich halt auch mit einer Küchenrolle. Das heißt, ich gehe dann quasi schon bewaffnet zum Gassi gehen. Bewaffnet, warum? Weil, jo, also zwei Hunde, zwei Leinen, sicher zumindest fünf Kakisakis, man weiß ja nie. Eine Taschenlampe, wenn wir in der Früh gehen, weil man muss das ja auch sehen, wo das ist, weil wenn ich es erst dann wahrnehme, wenn es macht, dann erspare ich mir zwar das Kakasaki, das ist richtig, habe es aber dann am Schuh und das macht mich nicht sehr froh. Auch diese Erfahrungen habe ich und da ist es mir dann ziemlich wurscht, ob es das eigene war, also nicht mein eigenes, sondern ihr eigenes oder das von anderen. Nein, stimmt auch nicht, es ist beruhigender, wenn es vom eigenen Hund ist, weil du zumindest weißt, was der gefressen hat und wo der war. Ne? Jo. Die Kakisakis, das sind also das modische rote Design, gibt es auch in leicht rosa, sind die Kakisakis, die die Stadt Graz für Hundebesitzer zur Verfügung stellt. Es gibt immer wieder einen wahnsinnigen Schwund von Kakisakis, wo man dann auch darüber nachdenken muss. Also ich meine, entweder haben wir so viele Hunde, von denen wir nicht wissen, oder aber die Kakisakis, die Kräutersammler sind ausgebrochen und alle verwenden die Kakisakis zum Kräutersammeln. Oder aber man kann auch durchaus damit Wasserbomben machen. Ja, das geht auch. Sie sind wasserdicht. Das ist noch ganz ein wichtiges Detail. Sie sind wasserdicht. Das heißt, sie halten auch, wenn sie Wasser drin haben. Und das macht natürlich auch einen Heidenspaß für Kinder, kann ich ja verstehen. Ne? Auf jeden Fall, die sind kostenlos. Die werden auch regelmäßig nachgefüllt. Also es ist ganz, ganz selten der Fall, dass ich als Hundebesitzerin von einem Kakasaki-Ständer zum nächsten
Hirsche und dort nirgends irgendwas dran ist. Das ist mir, glaube ich, genau ein einziges Mal passiert. Ob man die dann im Rudel aus dem Spender herausbekommt oder nicht, sorgsam, liebevoll, one by one, one by one, one by one, funktioniert das hervorragend. Immer schön liebevoll, immer schön, schön mit Gefühl, wie man halt so sagt. Ne? So man jetzt aber kein Kakisaki hat, dann gibt es natürlich auch ein durchsichtiges. Das erhöht das Vergnügen, nachdem ich das Kaki aufgehoben habe. Ja, ich sehe es heute die ganze Zeit noch. Ne? Kann mich noch an diesem Anblick erfreuen und noch vielleicht schauen, oh schau, da ist das drinnen gewesen und oh, eine schöne Konsistenz. Könnte durchaus auch sehr hilfreich sein, wenn der Hund vorher was verschluckt hat, was ich vielleicht doch noch brauche. Oder etwas verschluckt hat und ich weiß nicht genau und ich bin jetzt urglücklich, wenn ich das da drinnen sehe. Aber normalerweise ist es halt ein Jausensackerl, aber zur Not würde eben auch ein Jausensackerl gehen. Wieder die gleiche Vorgehensweise. Hand ins Jausensackerl. Kaki aufheben. Ja. Na, man kann es anschauen, muss aber nicht. Drüber knoten, wegwerfen. Cool. Jetzt kommen wir zu Spezies Kakisaki, die mich, ja, mit, jetzt habe ich keine Wurstfinger, das kann man nicht sagen, aber die mich durchaus als Hundebesitzerin schon vor etliche Probleme gestellt haben. Vor allem, weil ich mir am Anfang gedacht habe, hey geil, ich nehme einfach die ganze Rolle, das erspart dieses Gefudel in der Manteltasche oder Jackentasche. Und jetzt muss ich aber sagen, ich habe beim Gassigehen nicht die Brille auf. Hm? Und es gibt einen Grund, warum ich jetzt die Brille aufsetzen muss, weil, um das da aufzubekommen, muss ich mal ganz vorsichtig arbeiten. Hm? Vorsichtig. Jetzt kann ich die Brille wieder abnehmen. Dann eine schöne braune Farbe. Und jetzt kommt der Moment, wo ich die Brille wieder brauche. Wobei ich könnte auch sagen, okay, ich verlasse mich auf meinen Tastsinn und versuche das Ganze abzureißen. Hey, es ist mir wirklich geglückt, dass das jetzt nicht passiert ist, was mir normalerweise passiert. Aber okay. Dieses Kakisaki, also das System funktioniert ja gleich, aber Obacht, das ist wasserdurchlässig. Ja. Es ist so ein, yeah, wir verrotten Kakisaki. Für Hundebesitzer, die nicht so nachdenken, heißt es dann, zwei Möglichkeiten, sind mir selber passiert. Du hast das Kaki ordentlich und brav im Kakisaki, gehst mit dem so und denkst dir, komisch, es geht immer so flötz. Jo, wasserdurchlässig, wenn das Kaki nicht ein hartes Wursti ist, dann hast am Ende nur mehr den Oberteil in der Hand und den Rest hast halt leider verloren. Also nichts mehr mit Knoten machen und wegwerfen. Das funktioniert super, wenn du dem Hund von Anfang an beibringst, Mülltonne, aber bitte die schwarze Mülltonne, Kacke, Saki und eine damit, dann geht's. Und vorausgesetzt, er hat nicht breiige Ausscheidungen und auch kein Durchfall, weil das Ding löst sich definitiv in Wasser auf und du hast dann halt die Scheiße im wahrsten Sinn des Wortes in der Hand. Und das macht dann nicht unbedingt sehr glücklich, kann ich sagen. Im Normalfall passiert da auch, dass das Ganze halt hektisch, und da kann es passieren, dass das ganze Sackel reißt und du von jedem Falz irgendwie nervöser wirst, weil, ne? Ja. Oder aber es kann da auch passieren, das ist auch sehr geschmeidig, dass du das nicht aufbringst. Und dann stehst und denkst, blast hinein oder leckst das ab. Super ablecken, immer gut. Aber irgendwann ist es dann halt offen. Spannendes Detail am Rande, das macht ja Geräusch.
Und es ist besonders toll, wenn du einen geräuschsensiblen Hund hast. Einen Angstrüden, der dann so Gott sei Dank schon seinen Kacker erledigt hat, aber mal einen halben Meter weiter springt, weil da war ein Geräusch. Du bemühst dich dann auch dieses Sackerl sehr leise, zärtlich, sanft, deinen Hund nicht anschauend dabei zu öffnen und den Rest zu erledigen. Findige Menschen sind dann draufgekommen, ja, also ich habe das ja so in der Manteltasche, viele mögen das als modisches Detail ja nicht so und darum gibt es kleine Boxen, wo man das hineintun kann und dann kann man das vielleicht auch noch an die Leine tun. Es gibt auch Menschen, die sich denken, die Hundeleine alleine ist nicht stylisch genug. Ich binde um die Hundeleine Kakisakis. So. 15 Kakisakis, je nachdem wie lang die Leine ist. Fällt, wie gesagt, weil ich einen geräuschsensiblen Angstrüden habe, komplett weg. Der wäre komplett überfordert, wenn es hinter ihm und zwar die ganze Zeit. Der hat mir auch erklärt, dass er so modisch will er jetzt nicht sein. Gut, es gibt die von mir so nicht geschätzten Flexileinen. Da gibt es den Flexileinen, die sind die Voll-High-Deck-Dinger. Die haben Taschenlampen integriert und ein Kaki-Saki-Spender integriert. Hauzi, wauzi. Kaki-Saki-Spenders, wie gesagt, sind aber immer nur für solche Rollen. Und diese Rollen tue ich dann halt kaufen. Ne? Ist also auch ein Industriezweig. Man kann nicht nur Klopapier produzieren, sondern eben auch Kaki-Sakis. So. Ich nehme jetzt noch ein paar Dinge, ein paar Kommentare mit. Es hat jemand ganz lieber geschrieben, ein paar positive Gedanken. Also ich finde Kakisakis wirklich sehr positiv. Man kann mit denen wirklich sehr viel Spaß haben. Und ich kann euch wirklich nicht sagen, wie unendlich glücklich ich bin, wenn ich ein Wurst im Kakisaki habe. Das ist, also, ne? Ich feiere dann den Tag des Wurstes und freue mich über das Kakasaki und es ist wirklich ein Glücksmoment für mich. Ich bin auch unendlich glücklich, wenn ich eben immer genügend mit habe. Es ist mir komplett unangenehm, wenn ich draufkomme, hab's vergessen. Ja, ich gehe dann nachher noch einmal alleine, ich mit mir, in der näheren Umgebung und sammle es dann auf, weil mir das einfach unangenehm ist. Aber so diese positiven Gedanken. Positive Gedanken, ja, warum sollte man schlechte Gedanken machen? Also ich meine, denken tue ich sowieso, also kann ich ja auch gleich positiv denken. Und anstatt mir zu sagen, das wird sicher nichts werden, kann ich mir sagen, hey, ich schaffe das. Oder, heute scheint schon wieder die Sonne, es wird so warm. Kann ich sagen, oh, ist das schön, dass die Sonne scheint. Gott sei Dank scheint die Sonne. Und wenn es warm ist, ja, dann ziehe ich mich halt aus. Ne? Also nicht mitten auf der Straße, wäre vielleicht nicht so gescheit, aber ich kann, wenn ich schon denke, und ich meine, also freies Denken ist ja, wie wir wissen, auch nicht allen gegeben. Freies, selbstständiges Denken. Einige dürfen es nicht, andere kennen es nicht. Und wieder andere können es nicht. Aber grundsätzlich positives Denken, ja, schaffe ich auch, indem ich zum Beispiel jetzt nicht auf den Boden schaue, sondern ganz bewusst mich da oben am Schopf nehme und mich einmal hochziehe. Und dann überlege ich mir, was? Wow. Und schon kommt so eine schöne, warme, weiche Welle durch mich durch. Ja, ich ziehe mich einfach am Schopf selber hoch, ja. Tiramisu.
Ja, das kann ich essen auch. Also auch Schokolade, wissen wir ja, Endorphine. Aber Glücksgefühle, ja. Jede Krise, also jetzt sind wir ja in Zeiten von Corona und ja, der Wirtschaftskrise, wenn wir der Krise, die Krise, die Krise, die Krise, die Krise, die Krise, die Krise. Wenn ich immer nur an die Krise denke, werde ich selber bald krisisch werden. Und das möchte ich aber nicht, weil es gibt ganz, ganz viele positiven Seiten darin. Ja, hey, ich bin zum Beispiel aber nicht getrieben, dass ich unbedingt jetzt hinaus muss. Ich muss nicht unbedingt Menschen sehen. Das ist für mich sehr positiv so. Es ist ruhig. Die Luft ist besser. Für mich als Asthmatikerin ist das durchaus ein Vorteil. Ich kann mich mit mir selbst beschäftigen. Ja, okay, das wollen jetzt nicht sehr viele, das verstehe ich, das ist vielleicht nicht positiv. Ich kann Dinge tun, für die ich normalerweise keine Zeit hätte. Ich könnte mich um mich selber kümmern, ich könnte mir selbst was Gutes tun. Ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte. Ich kann mich mal erinnern, was ich mir gewünscht habe, so in Zeiten von Stress und von Hektik und wo es immer nur gegangen ist um Gemma, 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 Gemma. Da wollte ich mal machen. Durchatmen. Und ich könnte genau die Zeit jetzt nehmen, um wirklich durchzuatmen und zu sagen, ich sammle neue Energien, ich sammle neue Energien, weil, hey Leute, das wird vorbeigehen. Ja, und dann werden wir wieder alle da sein und es wird wirklich super sein. Und um das wirklich dann genießen zu können, sollte ich jetzt Energien sammeln. Durchaus etwas Positives, ne? Also positive Gedanken. Anderer Kommentar war, worauf freue ich mich, wenn die Ausgangsbeschränkungen vorbei sind und es sicher und klar ist, dass die Infektionszahlen definitiv zurückgehen. Ich freue mich, dass ich ein paar Menschen wirklich von Herzen umarmen darf und mich so richtig freuen darf, dass ich die wieder sehe und wirklich knuddeln kann. Darauf freue ich mich wirklich. Ich freue mich auch ur, dass ich mit ein paar dann gemeinsam essen, trinken, lachen, auch tanzen werde. Das wird sicher super schön und lustig. Was das Erste ist, was ich machen werde, wenn die Ausgangsbeschränkungen vorbei sind, da muss ich euch jetzt leider enttäuschen, ich werde wahrscheinlich genau gar nichts anderes machen, als ich jetzt auch tue. Also, na, das Einzige, ja, in den Garten fahre ich dann schon, um mal zu schauen, ob es ganz arg ausschaut oder nur halb arg. Und um zu unserem Grundthema zurückzukommen, ja, auch wenn ich in den Garten fahre, ich habe Kakisakis überall dabei, überall. Und es gibt sogar urviele Fotos, wo aus einem schwarzen Mantel, aus der Manteltasche ein rotes Kakisaki herausblitzt. Liebe Sophie, ich wünsche dir und auch allen euch anderen einen wunderschönen Tag.